Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie der Spiegel über ein Interview mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer offen gelogen hat und Aussagen hinzugefügt hat, die gar nicht existiert haben. Der Spiegel hatte behauptet, Sarah Wagenknecht hätte gesagt, Tino Chrupalla würde mit ihrem Aufruf die Kundgebung diffamieren, das Anliegen diffamieren. Tatsächlich aber hatte Sarah Wagenknecht in Richtung des Spiegels gesagt, der Spiegel würde das Anliegen diskreditieren, wenn sie den Chrupalla-Aufruf hochstilisieren würde. Damit würde der Spiegel die AfD aufwerten. Davor schrieb der Spiegel, Sarah Wagenknecht hätte gesagt, mit seinem Aufruf auch zur Kundgebung würde Chrupalla diejenigen stärken, die sich freuen, wenn die Ukraine bis zum letzten Ukrainer kämpft. Dabei ist dieser Originalton, der auch wieder in Anführungszeichen gesetzt wurde, im Interview überhaupt nicht zu finden. Und einen Aufruf von Chrupalla zur Kundgebung zu gehen, gab es auch nicht. Sondern es gab von Chrupalla lediglich den Aufruf auch zu unterschreiben, die Petition. Jetzt wird der Spiegel sagen, ist doch gar nicht so schlimm, es hat doch ungefähr gestimmt. Sie hat doch die AfD verurteilt, sich abgegrenzt. Und es ist doch dann, spielt doch dann gar keine Rolle. Ob das ein bisschen so ist, ein bisschen so ist. Es ist aber hier nun so, dass der Spiegel etwas zitiert hat. Was ist der Sinn von sowas? Es wird damit nahegelegt oder es wird dem Zuschauer die Möglichkeit gegeben, den Originalton selbst zu interpretieren. Das heißt, es werden die Worte dargestellt und sie werden eben nicht verkürzt wiedergegeben, sondern sie werden extra dargestellt, dass der Zuschauer sich selbst die Meinung bilden kann und sagen kann, okay, das hat sie gesagt, das interpretiere ich jetzt so und so. Das heißt, wenn der Spiegel etwas in Anführungszeichen setzt, etwas zitiert, es dann aber fälscht, dann ist es natürlich Täuschung. Warum ist das jetzt wichtig festzuhalten und in den Mittelpunkt zu stellen? Weil hier haben wir den einfachen, griffigen Beweis, mit dem man sagen kann, wir haben hier eine Lügenpresse. Es ist wirklich eine Lügenpresse. Hier wird ganz offen gelogen. Der Spiegel hat vor einem Jahr einer Ukrainerin in den Mund gelegt. Die Russen hätten sie festgehalten. Dabei hat sie gesagt, das Azov-Bataillon hätte sie im Stahlwerk festgehalten. Also eine Fälschung um 180 Grad. Dass jetzt auch, was das Inland angeht, der Spiegel zu solchen Methoden greift, also nicht nur versucht zu täuschen durch Auslassung und durch irgendwelche Psychotricks, sondern ganz offen gefälscht wird, zeigt aus meiner Sicht, dass der Spiegel sich anscheinend genötigt wird, alle Masken fallen zu lassen. Jetzt werden manche sagen vielleicht, okay, wir haben gesehen, der Spiegel hat gelogen, es ist alles okay. Also was Sarah Wagenknecht gesagt hat, das ist alles okay, jetzt wissen wir es. Aber aus meiner Sicht, Sarah Wagenknecht hat natürlich nicht in der Art, wie der Spiegel es dargestellt hat, die Dinge gesagt. Aber trotzdem haben sowohl sie als auch Alice Schwarzer die AfD diffamiert. Aus meiner Sicht, die AfD tut sich keinen Gefallen und tut auch dem Anliegen keinen Gefallen, indem man das jetzt so abtut. Das ist halt Parteipolitik, das ist halt Strategie, das muss sie machen, das ist halt so. Sondern wir haben hier die Aussage, dass AfD-Leute Menschen zweiter Klasse sind. Indem jetzt Alice Schwarzer sagt oder auch Wagenknecht sagt, wir haben hier unsere ersten unterzeichnet, das sind gestandene Leute aus dem öffentlichen Leben. Und Tino Chrupalla ist aus gutem Grund nicht Erstunterzeichner. Oder ist auch kein AfDler unter den Erstunterzeichnern. Obwohl die AfD die maßgebliche Gruppierung in der Gesellschaft ist, die den Ukraine-Krieg ablehnt. Die die Waffenlieferungen und die Sanktionen gegen Russland ablehnt. Das heißt, das ist ganz klar diffamierend, indem man sagt, ihr seid nicht so gut. Und aus welchem Grund erfolgt diese Abgrenzung? Weil die AfD angeblich rechtsextrem sei, ausländerfeindlich sei. Weil Björn Höcke irgendwelche bösen Aussagen gemacht hätte mit einer 180-Grad-Wende und so weiter. Und aus meiner Sicht, was wirklich ärgerlich ist, natürlich, Sarah Wagenknecht bei Maischberger, sie trägt die Argumente sehr gut vor. Aber auch sie verliert kein Wort über das Rassengesetz in der Ukraine, wie mit den Russen im Donbass umgegangen wurde seit 2014, wie Denkmäler abgerissen werden, russische Denkmäler, wie gegen alles Russische vorgegangen wird, wie Bandera verehrt wird, das sagt sie vielleicht auch, dass Bandera verehrt wird, aber das Ausmaß, wie das gefördert wird, das Azov-Bataillon gefördert wird, dass es sich hier, geschichtliche Vergleiche hinken natürlich immer irgendwo, aber dass es sich hier, man mit gutem Grund von einem Nazi-Regime reden kann. Weil eine entsprechende rassistische Ideologie gefördert wird von der Regierung. Es wie gesagt ein Rassengesetz gibt und eine massive antirussische Stimmung herrscht. Und aus meiner Sicht ist es bigott, wenn man sagt, ja, die AfD, von der grenzen wir uns ab. Und mit keinem Wort erwähnt man das die ganze Zeit.
Und aus meiner Sicht, natürlich ist das eine gute Initiative, unterstützenswert. Aber wenn man sich nicht mal traut, dieses Narrativ vorzubringen, wir unterstützen hier ein Nazi-Regime, weil das war natürlich, das ist ja genau der Trick, dass die USA 2014 und schon davor diese nationalistischen Kräfte unterstützt hat, um genau Unfrieden zu stiften in der Ukraine. Indem die Ukraine selbst angreift, die Ostukraine. Das ist ja der Trick hinter dem Ganzen. Wenn man das nicht benennt, diese Spaltung erstmal innerhalb der Ukraine, diese nationalistischen Tendenzen, die vom Westen gezielt unterstützt wurden, um 2014 den Umsturz zu erreichen. Und was in den großen Medien im Westen gezielt ausgeschwiegen wurde. Was das eigentliche Argument ist, dieses Regime nicht zu unterstützen. Als wenn man sich nicht traut, diese Narrative vorzubringen, um den Medien zu gefallen, um vielleicht irgendwie eingeladen zu werden oder ich weiß es nicht. Aus meiner Sicht, das ist zu wenig. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass Sarah Wagenknecht, dass ihre Auftritte gut sind und dass sie immerhin geschichtlich und viele Hintergründe aufgezeigt hat, bei denen eigentlich die Medien genau wollen, dass sie nicht aufgezeigt werden, die klein gehalten werden, die vielleicht früher irgendwann mal berichtet wurden, die jetzt aber gar nicht mehr berichtet wurden. Das heißt, da stellt sich die Frage, warum wird Sarah Wagenknecht nicht überhaupt eingeladen? Und es ist natürlich der Trick, dieser Spaltungstrick. Sarah Wagenknecht wird eingeladen und dadurch wird den Leuten suggeriert, dieses Thema, sagen, wir haben jetzt hier die eine Seite mit Sarah Wagenknecht und wir haben hier die andere Seite. Und jetzt ist das Meinungsspektrum abgedeckt. Und wenn jetzt Sarah Wagenknecht die AfD diffamiert, dann ist es natürlich viel wirkmächtiger. Weil wenn die Leute sehen dann, okay, ja, Sarah Wagenknecht ist gegen Waffenlieferungen, ist gegen Sanktionen und sie grenzt sich trotzdem von der AfD ab. Ja, wir sind auch dagegen, aber wir sehen, wenn Sarah Wagenknecht sagt, okay, trotz der guten Positionierung von der AfD, sie ist unwählbar, dann ist das viel wirksamer, als wenn jetzt beispielsweise Jürgen Trittin sagt, die AfD, die ist schlecht. Das ist viel glaubwürdiger. Das ist genau der gleiche Trick wie früher mit Jörg Meuthen innerhalb der AfD. Jörg Meuthen wurde den Leuten vorgespielt, er hat die AfD schlecht gemacht. Und dann haben die Leute sich gedacht, ja gut, wenn selbst der AfD-Chef, wenn selbst der die Partei unmöglich findet, große Teil der Partei, rechtsextrem sind, er das suggeriert. Und er ist ja Parteichef, das heißt, er traut sich es gar nicht offen zu sagen, aber er deutet das an. Und selbst als Parteivorsitzender ist er da kritisch. Dann können wir die AfD nicht wählen. Und ungefähr genauso funktioniert das hier auch. Das ist der Grund, weshalb Sarah Wagenknecht eine Plattform bekommt. Weil es ist so, wenn die Leute gegen Sanktionen, gegen Waffenlieferungen sind, das allein bringt nichts, sondern es kommt auf eine politische Kraft im Bundestag an, die diese Politik dann irgendwie umsetzen kann. Und solange die Leute zwar sagen, ja, die Sanktionen, die Waffenlieferungen, das finden wir blöd, aber wir wählen trotzdem die anderen Parteien, wie es bis jetzt geschieht. Es ist zwar blöd, aber naja gut, die sind halt alle der Meinung und naja, es ist dann halt dumm gelaufen und Pech und wir wählen es halt trotzdem. Dann ist es wirkungslos. Sondern es muss mittelfristig, muss es irgendeine politische Kraft geben, die eine andere Politik macht. Und dem Sarah Wagenknecht auch schon in der Vergangenheit die AfD diffamiert hat, und die Leute wissen ja auch, dass Sarah Wagenknecht sich auch hier wieder die AfD zwar nicht massiv schlecht redet, aber auch schlecht redet, und sie sagt, dann nutzt es ja der AfD, wenn sie jetzt das und das sagen, nutzt es ja der AfD, dann suggeriert es natürlich, es ist schlecht, dass es der AfD nutzt. Und aus meiner Sicht, Sarah Wagenknecht hätte hier schon ein bisschen Anerkennung zeigen können. Ohne, natürlich werden jetzt viele sagen, ja, sie kann das nicht machen, dann wird sie sofort aus der Partei geworfen, dann wird sie nicht mehr eingeladen. Aber trotzdem hätte sie ja sagen können, auch wenn ich die AfD früher kritisiert habe, die Position zu den Waffenlieferungen, das finde ich gut und ich respektiere es, dass sie das fordern und dafür haben sie auch meinen Respekt, dafür, dass sie das machen. Das könnte sie ohne weiteres sagen und könnte trotzdem sagen, das und das finde ich an der AfD schlecht und wählt die Linke und nicht die AfD. Jetzt haben sie hier die richtige Position, aber hier dürft sie, ich finde es trotzdem ganz schlecht. Weil, wie gesagt, aus meiner Sicht, es ist wirklich bigott, sozusagen dieses Spiel mitzuspielen von den großen Medien, irgendwelche Zitate zu nehmen, zu verdrehen und daraus einen Extremismusvorwurf zu konstruieren. Weil nichts anderes machen die großen Medien. Aus Tausenden, Hunderttausenden Worten suchen sie sich irgendwas raus, was sie verbiegen können, was sie falsch interpretieren können, dafür auch das Vogelschiss-Zitat von Gauland, was auch so ein beliebtes Ziel ist, was immer mit Absicht falsch interpretiert wird und falsch dargestellt wird. Oder auch die 180-Grad-Wende,
die auch absichtlich falsch verstanden wird. Obwohl es Björn Höcke erklärt hat, bei der er meinte, dass es um einen positiven Geschichtsbezug geht, nicht nur um einen negativen Geschichtsbezug, ohne aber das Negative zu verharmlosen. Diese ganzen Tricks werden angewendet. Und wenn man jetzt sieht, was in der Ukraine los ist, wie sich da Leute äußern, wie russophob, allein Melnik letztes Jahr, der ukrainische Außenminister, Pandera-Verehrung und so weiter und so fort, und sagen, das ist dann nicht so wichtig, das wird nicht in den Mittelpunkt gestellt. Auch da könnte auch Sarah Wagenknecht die Medien angreifen. Wie kann denn das sein? Sie kritisieren ja die AfD die ganze Zeit dafür, und was jetzt hier in der Ukraine los ist, da verlieren sie kein Wort drüber, was da alles gesagt wird. Und vor allem auch gemacht wird, was sich auch in Taten ausdrückt, in Verfolgung, in Rassengesetzen. Da sagen sie nichts drüber. Und aus meiner Sicht, die AfD-Vertreter, sie dürften sich auch nicht zufrieden geben, sondern müssten auch Sarah Wagenknecht hier kritisieren, für ihre AfD-Abgrenzung, Herabwürdigung kritisieren und sagen, dass das irgendwo bigott ist. Und dass es auch schwach ist, sich nicht zu trauen, die Wahrheit zu sagen, weil man irgendwie bei den Medien versucht, die Medien auszutricksen und da irgendwie mitspielen möchte. Statt von Anfang an das Richtige zu tun und die Medien zu bekämpfen, das Informationskartell. Sarah Wagenknecht, auch wenn sie nicht in den großen Medien wäre, wenn sie jetzt unbekannt wäre und sie einen YouTube-Kanal gründen würde, aus meiner Sicht, sie kann gut reden, sie wäre trotzdem bekannt. Sie würde trotzdem viele Abonnenten haben. Und auch hier bieten sie und Schwarzer hier dem Spiegel eine Plattform, werten dieses Magazin auf, indem sie diesem Magazin ein Interview geben. Obwohl es die größten Hetzer und Lügner sind. Und auch in dem Interview, aus meiner Sicht, lassen sie sich zum Teil wieder vorführen mit ihrer AfD-Positionierung. Es gilt der Spruch, wenn du dem Teufel die Hand gibst, bist du in der Hand des Teufels. Und dieses strategische, ich diffamiere die AfD und spiele dafür bei dem Zirkus mit, werde eingeladen, der rächt sich eben, weil natürlich jetzt der Spiegel und die großen Medien, überhaupt Wagenknecht, jetzt vorgeführt wird damit. Auch gesagt wird, ja, die AfD ist dafür, für ihre Position. Deswegen ist die Position schlecht, deswegen sind sie schlecht. Dämonen sind gegen Sanktionen und Waffenlieferungen. Sie haben auch diese Position der Dämonen, also sind sie auch schlecht. Und das heißt, jetzt rächt sich das, was Sarah Wagenknecht die ganze Zeit gemacht hat und was viele gemacht haben, und richtet sich gegen sie, gegen ihre politischen Ziele. Auch sie müsste die Medien als politische Kraft begreifen, als Militärinstrument und entsprechend mit ihr umgehen. Und die beiden sind in dem Interview, erwecken immer noch den Eindruck, sie würden glauben, hier in einem neutralen Interview zu sein. Von neutralen Journalisten. Das heißt, sie helfen dabei mit, dieses Täuschungsbild zu verfestigen bei den Leuten. Dass es eben hier nicht neutral ist, sondern dass wir hier es eigentlich mit US-Söldnern zu tun haben. Die ein Interesse verfolgen, die nicht neutral sind, denen es nicht um Berichterstattung geht, sondern denen es um Manipulation geht und um sonst gar nichts. Aus meiner Sicht könnte Sarah Wagenknecht ohne Probleme sehr viel kritischer sein und sehr viel härter noch sein gegenüber den großen Medien. Und deswegen, ja, mein Verhältnis ist irgendwie ambivalent, kann man sagen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst da einfällt. Macht's gut.